Stelle ich das her? Indem du Holzkohle durchdingst. Genau, wir haben ja genug. So, jetzt. Jetzt kann ich die ersten Sachen craften. 1, 2, 3 Raketenspitzen. Ich sortiere das Lager aber nicht ein. Ist ewig? Echt? Das dauert ein Weilchen. Okay. Wir haben keine Holzkohle. So, Melvin, wie sieht's aus? Ich brauche nur noch eine. Dann bist du mit der kompletten Rakete fertig? Mit der Nase bringen, dachte ich. Die Rakete. Ja, genau, Holzkohle kann man mal herstellen. Ja, die Rakete wird noch dauern. Cassie, weißt du, wie man eine automatische Holzkohlefarm herstellt? Keine Ahnung. Bringst du bitte mal einen Ofen? Unten steht einer. Okay. Warte. Den setzt du jetzt hier auf den Hopper. So, jetzt nimmst du dir irgendein Brennmaterial. Und zwar die hier. Läuft. So. Genau, die machst du jetzt in den Hopper oben rein. Tschüss. So, und jetzt siehst du, dass unten noch frei ist. Und da legst du einfach Half-Slabs rein. Und dann wird durchgebrannt, es kommt Holzkohle raus. Und du musst halt einfach nur aufpassen, dass genügend Half-Slabs immer drin sind. Und da gibt es auch wieder einen kleinen Trick. Der wäre? Den zeige ich dir gleich. Ich muss mal gucken, wo ich den Hopper hingeschmissen habe. Hey, bin ich bescheuert? Ich hatte doch einen Hopper. Tarox? Hast du das zweite Chemical Decomposer hier hingestellt? Ja. Wie denkst du, wie wir jetzt zum Keller kommen? Ja, dann war's halt ab. Weil hier ist irgendwie gar kein Platz. Warte mal, wir brauchen das da oben ja eh gerade nicht. Dann mache ich das da oben hin. Ja, okay. So, Fuchs musst du sein. Die Half-Slabs machst du in den Hopper rein. So muss es. Okay. So muss das. Die werden immer wieder automatisch nachgefüllt. Fuchs musst du sein. Du hast eine automatische Holzkohlefarm. Oder halbautomatisch. Warum ist da ein Oak Barrel drin? Drin. Wenn man dir den auf den Kopf setzt, dann verschwindest du aber komplett da drin. Ey, Mike, brauchst du das hier? Brauchst du das hier? Warte, was? Was ist? Was ist das? Ja, Tyrox, ja. Wir haben hier 2 Sterne. Ist was, das Oxygen, was, oder? Was mit Oxygen? Pack's einfach hier rein. Nein, tschüss, gib's mir einfach nicht. Ich hab ein ganzes Barrel davon. Ja, guck mal, ich nicht. Rein. Warte mal. Hä, ich hab mich verlaufen, Leute. Ja? Ja, doch nicht. Ach, Tyrox. Wir wissen nicht. Ja, alles gut, wir verstehen dich. Es wird alles gut. Alles wird irgendwann gut. Finde ich auch so. Ich nicht. Oh. Ja. Dann nicht. Ja, nicht. Bei wem kam jetzt das Windhof-Geräusch?
Nee, jetzt mal ernsthaft, Tyrox, kam das bei dir? Nein. Okay. Wieso habe ich 3 Redstone-Torches im Inventar? Keine Ahnung, ich habe nichts mit Redstone-Torches gemacht. Cassie, wie viel hast du mir vorhin hergestellt? 3, 6. Ist nicht so schlimm. Brauchen wir dann für die Tier 3 Rocket noch. Also, guck, ich hab vorgedacht, ich wusste das schon. Ja, das Schöne ist, mir fehlen nicht mehr viele Einzelteile und dann könnte ich sogar schon die erste Rakete bauen. Krass. Tyrox, was machst du gerade? Hm? Was machst du gerade? Ich guck, womit man Strom generieren kann. Okay, ich baue die Rakete mal weiter. Ach, T-Tox. Baust du dir ein Hamsterrad, sperrst einen Melvin drin ein? Ich hab mein... Nee. Dann hast Mach du... Nicht. Dann hast du... Alles, was du brauchst. Strom. Kann ich den... Ich muss ja dafür, dass wenn ich hier was... Ich bin verwirrt. Gesundheit? Was willst du denn machen? Das Carbonat herstellen. Ne? Dafür brauche ich ja diese. Kann ich dann... Dann, da rein die Kohle legen. Ja, dann nimm kurz das Cobblestone raus dort und tu dann das Ding rein. Okay. Uff. Axt. Das. Nee, scheiße, das geht ja gar nicht. Rocket Fuel Bucket, die müsste ich doch eigentlich. Im Dings auslernen können. Questbuch, komm wieder her. Danke. Kann ich auch nicht herstellen. So. Oh Mann. Na egal. Was gibt's? Enchanted Book gibt's doch früher. Okay, läuft. Spart ihr die Dias für irgendwas, oder? Für irgendwas, Ich weiß nie, ob die noch benötigt werden. Dann würde ich mir dann nicht irgendwie 9 oder so nehmen. Auch noch mal 2 so eine. Braucht ihr noch 2 Sterling Generator? Wir beide? Ja. Ja. Bringe ich euch mal kurz vorbei, denn wir haben noch 2, die sind überflüssig bei uns. Hol Hasso. Jetzt sehe ich es mal hier, Cassie. Ist nicht anwesend. Die stirbt hier gleich.
Die hohle Nuss. Selber schuld. Schuld. Zwei. Das. Hä, ich hab den noch hergestellt. Und da starb. Scheiß, ich hab den Detektor hergestellt. Ich bin so behindert. Da ist man sich kurz was zu trinken holen und dann stirbt man gleich wegen Luftmangel. Echt, das ist eine Scheiße. Super. Oder? Das ist blöd, ja. Geht gar nicht. Denken wir uns auch so. Natürlich. Warum kriege ich immer noch was? Weil du nicht kennst und Teil drin hast. Alter. Was mach ich denn gerade? Ach nee, mir fehlt so eine Kugel. Das da. Das. Das. Und. Yay! Das hat man ja schon lange nicht mehr. So eine Scheiße. Oxygen-Sealer. Was möchte denn die Cassie? Mir ist langweilig. Die ist langweilig. Ich überlege gerade, was könntest du machen? Du könntest draußen, ne? Komm mal mit. Da wir ja sowieso bald mit den Raketen losflattern und wir werden das hier hinten machen. Hier so ein bisschen schön bauen, dass wir die Plattform für die Raketen hinsetzen können. Was bedeutet schön bauen? Na, kein Loch, wo wir die Rakete reinstellen, sondern lass dir mal was einfallen. Uff. Du kannst ja. Wie viele Raketen sollen es sein? Bei uns bei drei sind es drei. Und da der Platz hier zwischen unseren Häusern ist, also 5 Raketen. Okay, und wie groß nehmen, wie viel Platz nehmen die so ein, so eine Rakete? 3x3. Warte mal, 3x3 das Pad plus den Fuel Loader, den Tank, die Energy Cables, die Fluid Cables. 3x5. Und zwischen den, zwischen den Pads jeweils immer 3 Blöcke freilassen, dass wir uns nicht gegenseitig Schaden zufügen, wenn wir starten. Okay. Kannst du das dicke Ding da mal bitte an Strom anschließen? Tarox? Moment. Oh. Hast du noch Cooper? Copper, ja, habe ich gerade hier. Was für ein dickes Ding. Okay, danke. Brauchst du noch was? Wie redest du das von da noch nicht? Das da. Ey. Das dicke Ding. Wie weit bist du jetzt? Das da braucht Strom. Ich bin jetzt beim Tier 1 Rocket Engine. Ist jetzt nicht dein Ernst? Wo schließe ich denn den Strom da an? Irgendwo. Mach grad die Engine. Das okay. Kann hier sein, das kann genau in der Mitte sein, das kann oben drauf sein, das kann irgendwo sein. Oh Mann. Ich brauch die Cables. Gibt's nicht was für eine Quelle? Okay.
Warte, ich guck jetzt mal. So. Also angeschlossen ist es, allerdings. Gibt's keinen Strom ab? Nee. Ah, haben wir noch irgendwie so einen Schüssel? Schüssel? Ja. Da. Na, was ist das? So. Du brauchst keinen Strom mehr. Die produzieren noch. Willst du jetzt so ein Dings dort hinbauen? Hm? So ein Generator hier? Nee, ich hab bloß das Ding da ausgemacht. Ja, aber warte mal, das können wir trotzdem machen. Ganz kurz hier wieder. So, bisschen schön bauen. So. 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 Das rein. Krieg trotzdem keinen Strom. Hm? Kann es sein, dass es irgendwo einen bestimmten Anschluss gibt? Nee, weil es alles aus diesen Blöcken besteht. Bau die bitte nochmal ab. Und setz es mal draußen an der frischen Luft hin, ungefähr zwei Blöcke Luftraum dazwischen lassen, damit man gucken kann, ob es das da Ding hier kommt. Drin hat Strom. Wo ist denn der Tinkanister? Was ist denn da drin? Frag mich nicht, ich hab das nicht platziert. Dann taucht das automatisch auf. Es droppt auch nicht. So, wir haben eh gedroppt. Mach das einfach mal. Setz es mal draußen an der Mondoberfläche hin. Und zwar zwei Blöcke vom Boden aus Platz lassen, dass man auch drunter gucken kann. Mhm. Es kann ja vielleicht doch sein, dass es da irgendwo einen gesonderten Anschluss gibt. Mhm. Da wäre ja seltsam, wenn nicht, wenn er Strom benötigt und so jetzt nicht funktioniert, dann muss es irgendwo einen gesonderten Anschluss haben. Ja, das Ding da in der Mitte hatte Strom. Ja, aber trotzdem muss das außenrum, braucht ja auch Strom. Vielleicht muss der erst das in der Mitte voll sein, damit das außenrum Strom kriegt. Aber wir probieren es außen draußen einfach nochmal. Genau. Jo, du machst das. Ich mach weiter an den Raketen. Das. Ich brauche schon wieder Stahl, ey. Das ist doch.